tritt mal die Tür ein. Wölfe greifen an, my lord! Schon. Und die machen wir jetzt wieder mal fertig. Ah, kriegen sie doch einen. Zwei. Na, warten wir einfach, bis die wieder wach sind. Hier, Claim. Ihr braucht nicht anfangen, Türen einzuschlagen. Dafür seid ihr einfach nicht zuständig. So. Reißt du jetzt mal wieder hier durch, um die Stromfalle wieder auszulösen. Okay. Sind sie wieder wach? Oh nein. Wir sind einfach neu. Also ich brauche für was anderes. Dem geht es nicht so gut. Ja, ich weiß, dass mein Prison too small ist, ja. Aber den beseitigt sofort. Also wie viele Aufladen hatte diese Stromfalle denn? Ja, ist mir jetzt egal, das dürfen sie jetzt auch gerne unter sich selber regeln. Ein ziemlich eindeutigen Gesicht, Ergebnisgesicht. Ja, so, die Falle haben wir gut ausgelöst. So, jetzt ist sie leer. Perfekt. Genug Kreaturen gegen geschickt, damit sie leer wird. Ah, schon wieder. Also, nein, die sind ja geschwächt, das ist ja un... Wow. Und die sind einfach schon fast durch. Zwerge. Nein, mein Imp hat einen abgekriegt, der Arme. Die Helden sind diesmal aber nervig. Hier kommen wir immer mehr. Das müssen wir irgendwie stoppen. Oh, ist das Payday? Warte. Time heißt er. So, jetzt kann er die Tür einschlagen, hat zwei davon ausgelöst, das ist ja schon mal gut. Na, dann kann man auch noch das Gold hier abbauen. Überall die Gold rum. Ups. Sehr gut. Skelette sind ganz gute Kämpfer. Das ist also gar nicht so schlecht. Die halten alle nicht mehr so viel aus. Ne? So. Können wir das hier hinschmeißen? Mal wieder ein bisschen mehr. Und dann werde ich. Ja, die sind auch Level 5, die halten auch was aus. Werde ich hier mit denen einfach weitermachen. Diese elektrische Falle auslösen. Ja. Okay. Puh. So, geh mal schlafen. Bist ein bisschen gedamaged. Wie nehme ich denn jetzt? Am besten wäre eigentlich sie. Die Shep. Unsere stärkste Kreatur momentan. Wir müssen auch langsam mal den anderen Keeper suchen, nicht dass der zu stark wird. Na komm.
Alles klar, ist auch leer. So. Wie auf Bestellung. Du kannst das jetzt mal hier alles erobern. So. Jetzt ist unsere Perspektive auch wieder richtig rum. Und wir können weiter alles für uns beanspruchen. Und weil vermutlich nachher noch ein Ritter kommt, das eigentlich als so Endboss ein ziemlich starker Kämpfer ist, werden wir uns dementsprechend widmen. Da wir eine eiserne Jungfrau haben, weg, werden wir zwei Folterplätze bauen, damit der auch immer einen hat. Ach guck mal, das Gold hier verschwindet, dann wird der Keeper hier sein. Es ist ja natürlich die Frage, wen wir jetzt erst kämpfen sollen. Keeper oder... den Ritter, aber den Ritter können wir natürlich schlecht beeinflussen, dass der kommt. Der kommt halt irgendwann. Ja, über die Gold rum, das müssen wir natürlich aufräumen. Verantwortungsbewusst wie wir sind, tun wir das natürlich auch. Können wir eine Kreatur wiederbeleben? Ich weiß auch allerdings nicht, welche Kreatur wir wiederbeleben sollen. Ist noch keine wichtige Stadt. So, hier wurde eingetreten. Ich dachte also ein Gegner hinter. Naja. Wohl nicht. Na, hier ist auch ein Heldenportal, wo wir noch eine Kreatur überleben können. Brauchen wir wie gesagt aber nicht. Könnten wir mal gucken, welche Kreaturen uns denn fehlen. Ah, können wir einmal einen Impf holen. Haben wir noch einen mehr? So, hier. Erobern. Haben wir noch einen neuen? Noch einen Impf? Unbeschäftigten. Was? Oh. Ja, ganz viele neue Territorien, die einfach nur hier diese Verbindungsstücke sind. Kein Imp hier, warum nicht? Und hier haben wir noch eine Tür. Ah, die prügeln sich immer im Schlafraum. Das ändern wir jetzt, indem wir einfach sagen, du schläfst hier. So. Dann schläft er auch da. Gut. Ein Ork Level 7. Das ist doch schön. Tritt mal die Tür ein. Da oben haben wir noch eine Tür. Das kann dieser Ork machen. Und dann können wir auch direkt weiter erobern. Na, sieh mal an. Hier haben wir da mal nichts zu tun. Da unten ist ein Zwerg. Ah, der Zwerg ist aber auch direkt Geschichte. Ja, gut. Ja, es geht einmal quer rum. Da müssen wir uns jetzt langsam beeilen, weil wir haben keine Goldreserven mehr. Außer jetzt hier. Aber noch ein bisschen. Okay, das ist ja noch ein bisschen viel. Ach, hier ist eine. Okay. Dann haben wir die Seite wohl erobert. Ja, dann geht's hier direkt weiter.
Ich bin mal gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Ja, hier wird es auch wohl noch lang gehen. Tut es aber gar nicht, obwohl ich sehe es doch hier. Okay, dann haben wir die rechte Seite wohl erobert. Ist das links jetzt nochmal so groß? Ich bezweifle es. Ich denke mal, auf der anderen Seite wird der gegnerische Keeper sein. Vermute ich. Weil hier das Gold auch verschwunden ist. So, dann werden wir uns jetzt hier mal großzügig außen rum. Oder so. Ja, guck ich mir gleich an. Und so, die beiden. Achso, ja, das ist wieder so ein Laberstrom. Denke ich mal. Oh, nein. Okay. Man muss einfach noch ein Stückchen weiter. Ja, Blitze gegen Tür ist, glaube ich, nicht so wirkungsvoll. Hammer gegen Tür ist wirkungsvoller. Da überall, naja, ein bisschen komisch. Überall sind versteckte kleine Höhlen. Aber na gut, warum eigentlich nicht? Und da haben wir noch Gegner. Können wir hier mal Gefängnis wieder anstellen. Und den direkt fertig machen. Zack, in den Knast. Oh, das ist schön, dass das Payday ist. Ich finde, das ist eigentlich... Oh, hab ich schon weggedrückt. Schade. Da ist er ja. Zwei Barbaren hat er direkt dabei. Und wir werden ihn dann herzlich willkommen heißen. So, das ging einfach. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Kommen die alle in den Knast. So. Dann baut hier mal ab. Kannst du das hier mal erobern? Können wir hier nämlich eine Schatzkammer bauen? So, und hier ordentlich Gold abbauen. So. Ach. Oder nicht? Na komm mal mit. So. Auf damit. Da ich den haben möchte als Kämpfer, werde ich sie natürlich heilen und davon überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen. Und dann buddeln wir uns einfach mal hier quer durchs Gold, damit wir das einmal auf beiden Seiten gesichert haben. Weil ich denke, hier ist irgendwo der andere Keeper und naja, vor dem möchte ich das Gold halt gerne sichern. So, und dann bauen wir hier noch eine schöne Schatzkammer hin unter das Heldenportal. Denn ich glaube, da kommt eh keiner mehr. So. Füllen wir die hier auch noch. Jetzt sind wir wieder ein bisschen reicher. Perfekt. Dann müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen. So.
So, ich möchte bitte den direkten Weg. Du kannst hier mal ein bisschen erobern. So. Und ja, gut. Dann scheinen wir die Helden jetzt tatsächlich besiegt zu haben. Die letzten hier gammeln noch ein bisschen im Knast. Der Rest sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und unsere Horde Skelette werden wir uns jetzt dem anderen Keeper entgegenstellen. So, baut ihr mal ab. Ja, du. Hol mal. Okay, ist doch nichts. Muss ich die Schutzkammer ein bisschen größer machen? So. Müsst ihr nicht so weit laufen. Ist mal was zwischendurch. Ja, lässt sich ja doch nicht davon abhalten, ne? Erstmal selbst foltern lassen. Typisch Mistress. Aber ich denke, weil hier ist jetzt auch wieder ein neues Gebiet, wahrscheinlich Wasser, weil es weniger leuchtet. Ja, genau, das war Wasser. Juhu, jetzt haben wir den Ritter selbst. Ach, ne. What? Da ist eine Fliege, die uns Ärger macht. Die Fliege werden wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Ah, neues Skelett, sehr schön. Und der Ritter wird natürlich in den Trainingsraum geschickt. So, gehen wir anders hin. Er haut ein bisschen besser zu. Okay. So, dann gehen wir mal in den Knast. Wo ist denn die Fliege? Da ist die Fliege. Und da liegt auch noch Geld. Dem kann ich nicht aufnehmen, während er, glaube ich, einen Gegner transportiert. So, dann werden wir dich mal hier in die Folterkammer bringen. Hör auf damit. Ja, er wird ein bisschen in den Flügeln gezogen. Ein bisschen grausam, aber naja. So, dann werden wir hier mal gucken, ob wir hier einen gegnerischen Keeper finden. Wow. Das Dungeon hat direkt auf dem Silbertablett präsentiert. Gut. Dann werden wir uns das natürlich direkt einverleiben. Auf dem Silbertablett. Bis auf dem Silbertablett. So, dann machen wir hier direkt die finale Schlacht. Sag unsere Käfer auch noch rein. Auch ihr beiden. Die Mistress habe ich ganz vergessen. Ach, toll, die Fliege ist übergelaufen. Einfach mal den Gegner auf den Keeper überrennen. Abzuhaben. Ah, da kommt sogar weg. Gut, ja, dann haben wir dieses Königreich erobert.
Ging jetzt recht schnell. Aber wir gucken uns natürlich noch an, was wir hier alles haben. Frage, kann ich den jetzt eigentlich hier wegblitzen? Oh, er ist verschwunden. Oh, ein Gefängnis, ein größeres. Endlich. Ach, die zwei Barbaren sitzen immer noch im Gefängnis. Ja, er kriegt kein Damage mehr. So. Tja, da ist die Fliege, die vorher auf der gegnerischen Seite war. Auf unserer. Und hier sehen wir das feindliche Dungeon. Das gehört jetzt alles uns. So. Ach, da haben wir auch endlich eine Werkstatt. Hier habe ich ganz vergessen zu bauen. Und eine größere Folterkammer. So. Eigentlich kannst du da drin bleiben. Hoffentlich. Zahlt ab, wie viel? Wow, fast 10.000. Ah, 8.000. Oh, und er hat eine leere Schatzkammer. Ah, da haben wir unser Transfer Creatures. Aber die Frage ist nur, wen sollen wir da mitnehmen? Ich glaube, ich würde unsere Mistress wieder mitnehmen. Die war eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, weil sie sich selbst heilen kann auch. Mehr aushält und so weiter. Ja, ich möchte natürlich gerne alles noch erobern. Ist verletzt. Oh, das Wichtigste überhaupt haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das Gold abgebaut. Gold. Gold. Abbauen. So. Ja. Der letzte Held ist bald auch Geschichte. Da. Da ist er. 200 Münzen können wir gut brauchen. Dann bauen wir hier schön das Gold ab. Ach, die gehen alle trainieren hier. So. Verloren haben wir sehr wenige Kreaturen. Muss ich sagen. So, dann gehen wir mal in diese Bibliothek, nachdem wir wirklich alles gemacht haben, und werden hier schon mal sagen, wen wir mitnehmen. Und zwar die Mistress. So. Gesetzt ist gesetzt. Und dann müssen wir das ja natürlich noch claimen. Das Dungeon haben wir jetzt komplett erobert von ihm, ja. Gehört alles uns. Und ich würde mal sagen, damit machen wir dann auch Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.